Naja, die meisten Branchen werden von der Digitalisierung extrem betroffen sein. Also auch Branchen, von denen man es heute vielleicht noch gar nicht so erwarten wird. Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, dass er das möglichst frühzeitig erkennt. Natürlich auch der Vorstand, aber die Aufgabe des Aufsichtsrats ist ja auch, die richtigen Vorstände dann zu bestellen, die auch diesen Weitblick haben und die strategischen Weichen stellen. Und ich glaube, das ist schon die Herausforderung für die Aufsichtsräte, dass sie eben sehr, sehr weit blicken müssen und nicht nur auf die nächsten Quartalszahlen. Und eben auch die richtigen Leute ins Unternehmen holen, die dann eben diesen Change durchführen und ja, eben das Unternehmen in die Zukunft und zum Erfolg führen. Die Besetzung im Aufsichtsrat selbst, das obliegt dem Eigentümer natürlich, aber je diverser und je bunter der Aufsichtsrat ist, natürlich auch je qualifizierter, desto besser auch die Entscheidungen für das Personal im Vorstand. Ja. Und wie der Vorstand besetzt ist natürlich. Das ist ein Thema für die Nachhaltigkeit, die richtigen Leute reinzuholen. Mutige Entscheidungen und ein guter Anwalt.